Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die sich jeder von uns irgendwann einmal in einem stillen Moment stellen sollte. Habe ich darauf eine Antwort gefunden, stelle aber fest, dass meine momentane Lebensgeschichte nicht diesem guten Leben entspricht, muss ich mir fragen, was läuft da falsch? Was hindert mich daran, dieses gute Leben zu führen? Und dritte Frage, was braucht's, um diese angeblich alternativlosen Irrwege wieder zu verlassen? Reicht es, alle 5 Jahre seine Stimme abzugeben? Oder braucht es mehr, um eine gültige Stimme zu sein? Mein Name ist Roland Thüringer, ich bin Jahrgang 1963, ich bin freischaffender Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Und der Herr da hinter mir im Vernehmungszimmer sitzt, wenn es auch auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so aussieht, freiwillig da. Er steht nämlich unter dem dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Aber hören wir ganz einfach, was uns zu sagen hat, der Sozialpsychologe Harald Welzer. So, danke fürs Warten, danke für die Geduld. Herr Welzer. Ja. Es gibt lauwarmes Wasser, es gibt lauwarmen Kaffee. Lauwarmes Wasser, bitte. Okay, ist eine gute Wahl, hätte ich, aber der Kaffee ist wirklich schlecht bei uns. Ja. So. Rauchen Sie? Nein, leider nicht mehr. Leider nicht mehr? Leider wollt ihr wieder rauchen? Nein, ich finde Rauchen gut, aber jetzt habe ich es mir einmal abgewöhnt. Okay. Wird stören wir nicht, Rauch? Nö, überhaupt nicht. Okay. Im Gegenteil. Gut. Ja. Jetzt habe ich eine Frage, weil ich habe dieses Buch, dieses Selbstdenken gefressen, damals so richtig. Und eine Frage ist irgendwie offen geblieben für mich. Woran erkenne ich, dass das, was ich denke, wirklich ich selbst denke oder dass es etwas ist, was ein anderer will, was ich denken soll? Ja, das ist eine super Frage. Das ist eine absolute super Frage. Das ist ja letztlich die Frage danach, wie erkenne ich überhaupt, dass ich irgendwie ich selber bin und nicht die Erfindung von irgendwem anders oder so. Aber ich glaube, man kann die ein bisschen tiefer legen, die Frage, und einfach sagen, merke ich eigentlich, dass ich gelegentlich Dinge denke, die von anderen vorgedacht sind und wo ich vergessen habe zu fragen, ob das eigentlich okay ist. Ja? Oder gibt es einen Moment, und das ist aber eigentlich die politisch interessante Frage, wo ich einen Standpunkt außerhalb des gewöhnlichen Denkens annehmen kann und sagen kann, Moment, ich sehe das aber anders. Und das ist besonders dann schwierig, wenn fast alle das in einer anderen Weise sehen, als man selber meint. Okay, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man den anderen zustimmt. Das ist auch übrigens diese ganze merkwürdige Theorie mit Schwarmintelligenz. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Theorie der kollektiven Dummheit. Das glaube ich auch. Bei Ameisen ist es schon so, dass die, wenn sie mehr sind, intelligenter werden. Bei Menschen ist es eher umgekehrt, oder? Nein, ich fürchte auch, ja. Ja. Weil ein Einzelner würde sich nicht in den Fußballstadion hineinstellen und ole, ole, ole schreien. Eher weniger wahrscheinlich. Ja. Oder wenn, dann würde er in gewisser Weise behandelt werden. Aber der Mensch braucht aber das Kollektiv, oder? Sonst wären die überlebensfähig. Ja, aber das ist die total interessante Frage, weil einerseits ist... Die zweite total interessante Frage. Ja, vielleicht gibt es da sogar noch mehr. Man weiß es ja nicht. weil es auf der einen Seite, Menschen sind ja kooperative Wesen. Ja, und sie sind auch sehr sparsame Wesen, was Aufwand angeht. Sie versuchen ja immer, Aufwand so weit wie möglich zu reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sehe oder die Frage habe, was geht da eigentlich vor? Und ich sehe, dass andere mir die Antwort geben können. Warum soll ich mir dann die Mühe machen, das noch selber aufzuklären? Das hat negative Folgen, zum Beispiel berühmtes Beispiel bei dem sogenannten Bystander-Phänomen. Also etwas passiert, jemand ertrinkt, Kind ertrinkt oder bricht im Eis ein oder es gibt eine Schlägerei. Und es gibt viele Leute, die stehen da und gucken zu. Kommt ja alle paar Jahre mal vor und dann steht in der Zeitung die Herzlosigkeit der modernen Welt. Der Grund ist ein ganz anderer. Der Grund ist, dass dort etwas passiert, was von unseren Erwartungen und von unserem Skript abweicht. Ja, wir haben ja für fast alle Situationen ein Skript. Ja, das wird jetzt so weitergehen. So, nun steht jemand da und denkt, verdammt, was geht denn da eigentlich vor sich? Was soll ich denn jetzt machen? Und es wäre okay, wenn er alleine wäre und das denkt, weil dann wird er wahrscheinlich versuchen zu helfen. Wenn mehrere dastehen, dann denken die alle das Gleiche, verdammt, was geht hier vor, was soll ich jetzt machen?
Und dann gucken sie, was der andere macht. Und da der andere aber auch nichts macht, gibt es einen Selbstverstärkungseffekt, dass alle stehen bleiben. Weil alle versuchen, Orientierung zu finden. Okay. Und die anderen sind für uns immer Hinweisgeber. Das heißt, jeder wartet auf den anderen, dass der andere was tut. Genau. Nehmen wir das als pluralistische Ignoranz? Ist es was Ähnliches? Oder? Das weiß ich nicht. Ivo hat das aufgeschnappt, diesen pluralistische Ignoranz. Gibt dass da so viele jeder darauf wartet, dass der andere endlich was tut und darum tut keiner etwas. Wenn ja, man könnte es auch Mikado nennen, wer sich als erster bewegt, verliert. Ich glaube, hier ist es einfach so, und das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, ist, dass wir immer, wenn wir Orientierungsdefizite haben, den anderen als Informationsträger benutzen. Mhm. Und das kann manchmal gut sein und kann manchmal total in die Hose gehen. Mhm. Das heißt, ja, wenn ich handle als Mensch, dann handle ich an Kuster? Nee. Ja, nein, ist okay. Okay. Ja, jederzeit sagen, wann es ist, weil einfach nur ein kleiner zeigen und das. Ja, okay. Das heißt, wenn ich handle, dann beruht mein Handeln ja darauf, zumeist, dass ich die Situation schon kenne, wie Sie jetzt richtig gesagt haben. Genau. Dass ich jetzt weiß, wie ich in der Situation handeln kann. Das beruht auf meinem Wissen, was ich mir angelernt habe. Nee. Nicht? Nee. Ah, okay. Worauf beruht es dann, mein Handeln? Dass ich in einer Welt groß geworden bin, in der man bestimmte Dinge macht, wenn bestimmte Situationen existieren. Das hat mit Wissen nicht so arg viel zu tun. Okay, das ist aber dann eine Definitionsfrage jetzt. Weil das erreicht häufig gar nicht die Ebene des Wissens. Okay. Ja, sondern das ist etwas, was man gelernt hat in der Welt, die so ist, wie sie ist. Ja. Ja, also wie verhalte ich mich, wenn ich jemand Fremden begegne? Dafür gibt es sozusagen auch ein Skript. Ja, ja. Und das hat man nicht in dem Sinne als Wissen gelernt, sondern durch das Verhalten der anderen, also der Eltern oder so. Okay, das heißt, wenn ich das Verhalten von anderen nachlebe, was eigentlich ein natürliches Lernen ist, also wenn ich wissen will, wie das geht, schaue ich jemanden zu, der es kann, so, aha, so geht das, dann kann ich es vielleicht nachmachen. Also man lebt den anderen etwas vor und die können es nachmachen. Das ist das eine Konzept. Unser Konzept ist, dass wir nicht was vorleben, sondern oft den Menschen was vorsagen, vor allem unseren Kindern, ihnen aber ganz etwas anderes vorleben. Das ist so wie der Jake nicht, wenn jetzt rauchen, der Papa sagt, Rauchen ist ungesund, fang ja nicht damit an. Das kann nicht funktionieren, oder? Genau, völlig richtig. Und es wird halt auch radikal überbewertet, was Wissen ist. Und Strafverschärfen kommt ja noch dazu, dass eigentlich dieses Vorschreiben, Vorsagen, moralische Mitteilungen zu machen, erzeugt in der Regel das Gegenteil. Ja, warum sollte das auch eine Wirkung haben? Also besonders dann, wenn diejenigen, die etwas vorsagen, ja selber widersprüchlich handeln und so. Gibt es einen Kurzschluss im Gehirn? Nee, es gibt keinen Kurzschluss im Gehirn, sondern es gibt einfach so ein Gefühl, wo nimmst du das her, dass du mir das sagen kannst. Okay. Ja. Gut, damit ist das Smalltalk beendet und wir beginnen mit der Einvernahme. Ja. Bitte sehr. Meine erste Frage, es stört hoffentlich niemand das Aufzeichnen, das Gespräch. Nein, wir sind unter uns, da hört keiner zu. Das ist super, okay. Ja, das heißt, wir können sagen und machen. Total gut, das ist geil. Ganz das ist, toll. Ja, ganz toll. Ja. Okay, meine erste Frage an den Sozialpsychologen Harald Welzer. Was ist aus Ihrer Sicht ein gutes Leben? Also aus meiner Sicht ist ein gutes Leben eines, wo man als Erwachsener selbst darüber bestimmen können, was man tut und was man lässt. Okay. Das haben wir jetzt eigentlich wieder da schon was vorweggenommen. Wenn eine Eingangsfrage, woher weiß ich, ob ich das bestimme? Ja, das weiß ich am Ende nie. Deshalb gibt es ja auch die berühmte Frage aus vielen Science-Fiction-Romanen und sonst was, also wenn es zum Beispiel um künstliche Menschen, Replikanten oder sonst was geht, woher wissen die, ob sie Replikanten sind? Das wissen wir ja in dem Sinne jetzt auch gerade nicht. Ja? Aber wir haben ja so ein Menschenbild in unserem Kulturkreis, was sehr stark darauf basiert, dass wir autonom sind, dass wir ein Ich haben, dass wir zum Nachdenken, zur Reflexion fähig sind. Und das bezieht sich ja alles auf so eine Art Einheit, zu der man Ich sagen würde. Und das ist auch die Instanz, die einem sicher, also mir jetzt zum Beispiel
das Gefühl gibt, ich rede jetzt begrenzt fremdgesteuert und es gibt noch einen gewissen kleinen Teil, den ich autonom hier bestreite. Mhm. Ja. Und das Ich entsteht aber erst in einer gewissen Lebensphase, oder? Diese Form von Ich oder Selbstgefühl, was man dann durch sein Leben trägt. Ja. Ja, das entsteht dann irgendwie, man sagt so zwischen 2 und 3 Jahren. Mhm. Gibt viele Zeichen dafür, dass zum Beispiel Kinder sich dann nicht mehr mit dem Eigennamen benennen, sondern tatsächlich Ich sagen. Okay. Es gibt frühere Phasen, wo sie sich zum ersten Mal im Spiegel erkennen, also wo irgendwie so etwas ist, das auf das eigene Selbst verweist. Hängt es auch mit unserer Erinnerung zusammen oder hängt die Erinnerung damit zusammen, das ist eigentlich richtig formuliert? Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, habe ich irgendwann Bilder im Kopf, aber da war ich sicher schon 3 Jahre alt, 3, 3,5, ich weiß es nicht, aber die Zeit davor, die gibt es als Erinnerung bei mir nicht. Ja. Ich kann mir so Fotos anschauen, Babyfotos von mir und so, aber das ist weg. Ja. Ist das die Zeit vor dem Ich? Das ist eigentlich die Zeit vor dem Ich. Ja. Ja, Freud hat das die kindliche Amnesie genannt. Ah, das Phänomen ist ja ewig lange bekannt. Ja. Man hat tatsächlich, das ist immer lustig, es gibt natürlich Leute, die behaupten felsenfest, dass sie irgendwas ganz klar im Gedächtnis haben, als sie 1,5 Jahre alt gewesen sind oder so. Das ist aber entweder eine Erfindung oder kommt durch so Fotos oder durch Erzählungen. Also das ist, man hat eigentlich vor dem Alter von 2,5, 3 Jahren keine Erinnerung. Ist aber der Begriff kindliche Amnesie ist eigentlich falsch, weil es ja die Amnesie von Erwachsenen ist über diese Zeit in der Kindheit. Okay, ich verstehe. Das heißt, glaube ich nur das, was ich sehe, oder sehe ich nur das, was ich glaube letztendlich? Das ist eine blöde Frage, was, aber... Ich würde schon sagen, man sieht das, was man glaubt. Also weil ja auch das, was man wahrnimmt, geprägt ist durch Gewohnheiten, kulturelle Prägung und so weiter. Also kann ich eigentlich gar nichts objektiv wahrnehmen, sondern es ist immer meine Sicht der Welt, ja, wir die haben, ich mitnehme. Ne? Wir haben ja Objektivierungsmittel. Wissenschaft zum Beispiel würde sagen, Wissenschaft hat Verfahren erfunden, die eine Aussage gültig machen. Mhm. Und wenn sie anders zustande kommt, ist sie nicht gültig. Mhm. So, das macht Wissenschaft. Ja. Im Alltag haben wir ganz andere Wahrheitskriterien. Die würden einfach sagen, das macht Sinn, was der sagt, oder dem vertraue ich, weil der hat mich noch nie beschissen. Oder sowas in der Art, ja. Oder es entspricht meinem Weltbild. Oder es entspricht genau dem, was ich denke. Es bestätigt eigentlich mein Denken, daher ist es gut, was der sagt. Muss gut sein. Muss gut sein. Kann ich gar nicht, sonst muss gut sein, denke ich ja auch. Sonst hätte ich einen Fehler gemacht. Ja, genau. Ja. Okay, gut, damit sind wir schon bei der zweiten Frage. Es geht ja ruckzuck heute. Die zweite Frage an den Sozialpsychologen Harald Welzer meinerseits wäre, was läuft aus Ihrer Sicht momentan falsch? Also wenn ich es jetzt mal etwas umfassend ausdrücke, so gut wie alles. Gut, danke, da kommen wir zur nächsten Frage. okay, alles. Ja. Also vielleicht darf ich es erläutern. Ja. Also... alles in dem Sinne, dass wir im Westen vor 200 Jahren ein extrem erfolgreiches Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell entwickelt haben. Das nennt man Kapitalismus und das nennt man vielleicht dann in den Folgerungen auch freie Gesellschaften oder so. Ein extrem erfolgreiches Modell. Und im Moment läuft alles in dem Sinne schief, als der eine Teil dieses Modells global einen Siegeszug angetreten hat. Also nicht die Freiheit, aber der Kapitalismus oder genauer gesagt eine bestimmte Form von wachstumswirtschaftlichem Kapitalismus. Mhm. Und das führt dazu, dass gewissermaßen alles in dem Sinne falsch läuft, weil es ein extrem zerstörerisches Prinzip ist. Mhm. Und wenn das weiterläuft, es kein Point of Return dafür gibt. Das heißt, weil es daran liegt, dass wir durch dieses System einfach Ressourcen brauchen von dem Planeten, Energie verwenden, immer noch Wachstum streben, mehr Wachstum, aber zugleich immer mehr Verbrauch bedeuten, dass es irgendwann einmal zu Ende ist. Heißt das das? Das heißt schlicht und ergreifend, dass das ökonomische System ist radikal unökonomisch, weil es seine eigenen Voraussetzungen verbraucht. Das Problem bei dem Ganzen ist, das ist leider ungleich verteilt. Es gibt Leute, die haben
Geld und Machtmittel und so weiter, damit sie diesen Vorgang noch ein paar Jahrzehnte durchhalten können, während andere diese Möglichkeiten nicht haben und sozusagen eher sich verabschieden müssen aus dem Spiel. Mhm. Aber die Möglichkeit, dass wir das jetzt tun, was wir als Menschen ja kollektiv momentan machen, also die Möglichkeit haben, vollkommen richtig natürlich, ja, ist die Ursache nicht einfach ein ganz normales, eine Fremdsteuerung von uns, die in uns einfach als Mensch drinnen ist, weil es so sein muss, dass wir schauen, dass wir mit möglichst wenig Energie möglichst weit kommen, weil das ist überlebenssichert. Hat das damit was zu tun? Nee, glaube ich nicht. Also ja? Ich würde einfach sagen, wir haben ja so roundabout 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja. Okay? Und die sind eigentlich so ganz gut klargekommen. Die Leute, die es gegeben hat. Ja. Und dass es ein extrem zerstörerisches System sich entwickelt hat, ist eine historisch ziemlich neue Geschichte. Und auch die Dynamik, mit der es sich entfaltet hat und verbreitet hat, ist auch relativ neu. Also wir sprechen ja irgendwie über 200 Jahre. Das ist ein ziemlich kurzer Abschnitt. Und die wirkliche Dynamik, die das entfaltet, spielt sich ja erst in den letzten Jahrzehnten ab. Also mit der Expansion des expansiven Systems. Ich glaube, in der Geschichte gibt es sowas häufiger. Dass es sowas gibt wie Fehlentwicklungen oder falsche Entwicklungen. Und da wir Naturwesen sind und halt nicht nur von irgendwie digitalen Zeichen existieren oder sowas, schlägt das halt irgendwann zurück. Und dann gibt es eine Nachjustierung, aber mit weniger. Aber die Möglichkeit, so jetzt zu werken, wie wir man dann werken, haben wir nur deswegen, weil wir plötzlich Zugriff auf eine fremde Energie haben, oder? Ja, klar. Würden wir alles mit Körperkraft bewältigen müssen, so wie die 200.000 Jahre davor, hätten wir gar nicht die Möglichkeit, in diese Situation zu kommen, in der wir jetzt sind. Hängt es mit der Kohle, hängt es mit dem Erdöl zusammen? Ja, der Aufstieg dieses Systems ist an fossile Brennstoffe gebunden. Das ist, also da nimmt die Dynamik ihren ersten Schub. Natürlich sieht man das ja einfach auch daran, in welch extremer Weise wir abhängig sind von dieser Energiezufuhr, dieser pausenlosen. Ja. Und alles, was sich mit der Nutzung fossiler Energien verbunden hat, war natürlich eine viel leichtere Zugänglichkeit zu anderen Ressourcen. Ich meine, die Dampfmaschine hatte ja nicht den Zweck, zunächst mal irgendwie was anzutreiben, sondern die war ja dazu da, mehr Kohle aus dem Boden zu holen. Das war ja schon eigentlich ein selbstfütterndes System, die Dampfmaschine. Moment, das heißt, man hat zuerst Kohle entdeckt und sich dann überlegt, wie holen wir die Kohle aus dem Berg raus? Und dann hat man sich gedacht, dann bauen wir ein Gerät, was gleich die Kohle nützt, um schneller die Kohle rauszuholen. Ja, und dann geht das Spielchen weiter und dann sagt man, okay, so, wie transportieren wir denn jetzt die Kohle? Und dann sagt ihr, hey, wir haben doch die Dampfmaschine. Brauchen wir nur ein paar Räder drunter zu tun und dann können wir das besser transportieren und so weiter und so weiter. Ist jetzt ein bisschen sehr banal, aber im Grunde genommen funktioniert die Geschichte so. Was war vorher die Idee der Industrialisierung, also dass man alles technisiert, oder das Wissen, wir haben ab jetzt eine Energie zur Verfügung, dass wir das durchziehen können? Falsche Frage. Okay, wie geht die Frage richtig? Die Frage geht eigentlich so, oder das geht gar nicht als Frage, weil die Frage mal wäre, was war zuerst da? Aber so funktioniert ja gesellschaftliche Entwicklung nicht. Die funktioniert ja auf mehreren Ebenen parallel. Man könnte genauso fragen, ach so, wir hatten doch auch die Aufklärung, die hat doch bestimmte Erkenntnisse gebracht, auch ein anderes Selbstbewusstsein der Menschen. Kam die jetzt vor der Industrialisierung oder war die Industrialisierung ein Treiber von Aufklärung? Okay. So, ja, also das sind ja, ich glaube, man muss sich bei der Betrachtung solcher Prozesse sowieso von Ursache und Wirkungszusammenhängen verabschieden. Es sind Prozesse, die sich gegenseitig, also wie so kommunizierende Röhren, wechselseitig verstärken, Dinge hervorbringen und so assoziativ operieren und nicht so wie Historiker das versuchen, sozusagen erst passierte das, deshalb passierte das. Okay, eigentlich vollkommen richtig, das war eigentlich von mir wirklich falsch gedacht, weil soweit ich weiß, der Dieselmotor war ja nicht dafür ausgelegt, dass er fossile Energie verbrennt, sondern Distelöl.
Ja, oder es gibt ganz tolle Sachen. Auch das Rad ist ja mehrfach erfunden worden. Gibt ja Kulturen, die das Rad wieder abgeschafft haben. Oder die es nur verwendet haben als Töpferscheibe, aber nicht für Transport. Okay. So. Ja, das ist interessant. Ja. Die Frage ist, ob das Rad wirklich was Sinnvolles ist. Letztendlich. Ich glaube, insgesamt ist das Rad schon okay. Ja, aber warum gibt es in der Natur kein einziges Tier, was Räder hat, um sich fortzubewegen? Na, ich glaube, es gibt ja vieles, was Tiere nicht haben. Es ist aber nicht, glaube ich, die Entscheidungsgrundlage. Blöde Frage, auch wieder blöde Frage. Total blöde Frage. Blöde Frage, ja. Aber dann ist es aber doch so, dass alles, was Räder hat, letztendlich alleine nicht funktioniert. Es braucht eine Fahrbahn. Jeder, der ein Fahrrad hat, weiß das. Das ist der Punkt. Das, ist echt. Es funktioniert, das Rad, also nicht als in einer Uhr ein Rad, aber ein Transportmittelrad funktioniert nur, wenn man dazu Fahrbahnen baut, sonst geht es nicht. Genau. Ob das jetzt Schienen sind oder aus deshalb, ist, ganz deshalb egal, ist das Rad zum Beispiel in Gegenden, die sehr bergig gewesen sind, wieder abgeschafft worden. Man hat das mal probiert, weil man das bei anderen gesehen hat. Gedacht, oh Gott, das bringt überhaupt nichts. Wir nehmen wieder die Kuh oder das, was weiß ich, was als Reittier zur Verfügung gestanden hat, Ochse oder sonst was als Zugtier für irgendwas. Aber das Rad hat sich da nicht durchgesetzt. Mhm. Und das ist ziemlich hübsch, finde ich, weil wir uns ja angewöhnt haben, Geschichte auch linear zu betrachten. Das heißt, es muss eigentlich immer besser werden, muss immer weitergehen. Das ist so, was Ingenieure im Kopf haben, die dann sagen, ja, da erfinden wir schon was und dann erreichen wir die nächste Stufe. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Das sind immer Zyklen. Nee, das sind nicht Zyklen, sondern das sind nicht lineare Prozesse. Die können auch unterbrochen werden, die können auch rückläufig sein, die können zusammenbrechen, alles Mögliche. Aber gerade bei unserem Finanzsystem spricht man, oder zumindest spricht man, also wieder was, was ich nachplappere, dass immer zyklisch irgendwann einmal das System zusammenbricht, dieses Zins- und Zinssystem, weil es zusammenbrechen muss, weil es in dem einfach implantiert ist, dass es zusammenbrechen muss, was gar nicht anders geht. Ja? Stimmt das? Keine Ahnung. Okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Bislang eigentlich von Ökonomen ziemlich wenig überzeugende Theorien gehört. Auch ziemlich wenig überzeugende Empirie. Also das sozusagen nachzeichnen, wieso Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Liegt es daran, dass die Ökonomen probieren oder glauben, dass man menschliches Verhalten berechnen kann? Ja, und dass sie glauben, dass sie selber diejenigen sind, die das berechnen können. Also man muss ja einfach mal sehen. Auf der praktischen Ebene sind Ökonomen ja im Wesentlichen Menschen, die erzählen, was gerade passiert ist. Das ist jetzt nicht so toll. Ob man dafür studieren muss, weiß ich nicht. Aber sie haben es natürlich mit Formeln und so weiter, können sie das kommentieren, was gerade passiert ist. Deshalb sind sie auch immer völlig überrascht, wenn was passiert, was sie jetzt nicht kommentiert haben vorher. Ja, dann setzen sie ja aus. Das war ja das Tolle bei der Finanzkrise. Da haben ja diese Wirtschaftsforschungsinstitute gesagt, wir machen jetzt gerade mal keine Prognosen mehr. Mhm. Uns fehlen so die Daten. Ja? Und das ist natürlich, also damit ist das Ding ja tot. Das kannst du ja völlig vergessen. Mhm. Und ich glaube, dass die Ökonomie insgesamt als Wissenschaft sehr stark darunter gelitten hat, dass sie immer damit durchgekommen ist. Deshalb hat sie sich wissenschaftlich nicht gut entwickelt. Das ist keine interessante Disziplin. Also mir war das auch schlicht zu langweilig. Aber irrsinnig viele wollen studieren. Wirtschaft. In Wien haben sie eine neue Uni gebaut für 22.000 Studenten und die ist jetzt wieder zu klein. Also offenbar werden wahnsinnig viele junge Menschen auch heute noch Wirtschaft studieren. Naja, gut. Ich meine, das ist der zentrale Faktor in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Zumindest wie sie sich selber versteht. Noch, oder? Naja, ohne Wirtschaft geht es halt auch nicht. Also selbst wenn ich jetzt eine Subsistenzwirtschaft habe, also meine eigenen Sachen ziehe für meine eigene Ernährung, dann ist das ja auch eine Wirtschaft. Ja, das brauche ich nicht studieren auf einer Universität. Das aber ich würde auch sagen, auch da muss man wissen, wie es geht. Wie es geht. Aber das muss ich nicht auf der Universität studieren. Aber das andere brauche ich auch nicht auf der Universität studieren. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, der Kapitalismus ist einmal ein Grundübel, dass sich das so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, dann reden wir trotzdem nur immer über das Symptom, oder? Ich weiß ja auch gar nicht. Ist der Ursprung nicht ganz woanders? Liegt das nicht? Warum wollen Menschen einen Kapitalismus? Warum will ich etwas haben? Bin ich mit dem zufrieden? Warum will ich immer alles haben? Ist das immer materiell? Also ich glaube, was am also wir haben bei uns im Büro ein Plakat, da drauf steht, es war nicht alles schlecht am Kapitalismus. So. Ja.
Und die eine Seite des Kapitalismus ist ja sozusagen Steigerung von Gütern. Mhm. Ja, und Steigerung von Konsum und dem, was Menschen haben können. Also diese Gierabteilung. Das andere, und das ist der gute Teil aus meiner Sicht, ist natürlich, dass es ja unglaublich viel Immaterielles hervorgebracht hat, was für Menschen wahnsinnig gut ist. Mhm. Also gesünder zu sein, länger zu leben, Kinder zur Schule schicken zu können, in Sicherheit leben können. Lebenssicherheit zum Beispiel ist ein Produkt kapitalistischer Gesellschaften. Mhm. Ja. Demokratie, freiheitliche Ordnung. Mhm. Ja, ist alles im Zuge dieser Entwicklung auch entstanden. Und das sind die immateriellen Güter. Und die finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht, muss man das so diskutieren, dass wir seit ein paar Jahrzehnten eine starke Vereinseitigung sehen, dass der immaterielle Teil immer uninteressanter geworden ist und der materielle immer interessanter. Und das ist natürlich genau das, was diese katastrophale Zerstörungsentwicklung nach sich zieht. Mhm. Okay, und damit sind wir jetzt schon bei der dritten Frage. Den Sozialpsychologen Harald Welzer. Was braucht es jetzt momentan? Wenn wir sagen, es läuft alles falsch, was braucht es jetzt? Also ich glaube, aus meiner Sicht braucht es diesen Sortiervorgang. Also was will ich eigentlich? Was würde ich als gutes Leben bezeichnen? Und was brauche ich dafür? Und dann kann man ja mal sortieren und sagen, okay, ich brauche materiell für ein gutes Leben ganz sicher keine Sorge, dass ich verhungere. Oder dass ich hungere alleine. Mhm. Ja? Brauche ein körperliches Wohlbefinden. Und zum körperlichen Wohlbefinden gehört eine Wohnung, Lebenssicherheit, zu wissen, dass es einen Arzt gibt, wenn mir was fehlt oder sonst was. So. Und ein gewisses Einkommen, damit ich mir Dinge für den täglichen Bedarf irgendwie leisten kann. Und vielleicht die Schulbücher für die Kinder oder irgendwie so. Ja? Also sozusagen ein gewisses materielles Niveau. Und ich brauche immaterielle Güter, die Möglichkeit, dass wir so reden können, wie wir das gerade tun. Die Möglichkeit, frei mich dafür entscheiden zu können, mit wem möchte ich es jetzt zu tun haben, mit wem nicht. Politiker wählen zu können, abwählen zu können, alle diese Dinge, ja, die eigentlich ja dazugehören. So, und das wäre an und für sich ja ganz okay, wenn man das in ein ausgeglichenes Verhältnis bringen könnte. Aber hier gibt es halt ein Problem auf der materiellen Seite, dass wir das nicht mehr durchhalten können. Ja, mit dem Grundprinzip der ständigen Vermehrung des Materials und der dafür erforderlichen Energie, dieses Material umzuformen, damit kommen wir nicht durch das 21. Jahrhundert. Oder andersrum gesagt, es zerstört die immateriellen Güter. Okay. Also ich verstehe. Okay, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet, weil ich das nie so geteilt habe eigentlich. Ja, aber das ist eigentlich sehr gescheit. Das heißt, wenn wir auf der Seite Probleme kriegen, nämlich dass da nichts mehr nachwächst und dass es nicht mehr gibt, wird das alles das, was wir uns hier erschaffen haben, zerstören, weil dann möglicherweise sogar soziale Unruhen kommen oder Krieg, Konflikte, Migration, ja. Ich meine, so geben, muss man keine große Fantasie entwickeln. Oder eben, und das ist was ganz Fatales, immer wenn es solche Konfliktsituationen gibt oder Konkurrenzsituationen extremer Art oder Krieg oder Terrorismus, dann gibt es immer die Entscheidung, wollen wir mehr Freiheit oder wollen wir mehr Sicherheit? Und in Krisensituationen haben die depperten Politiker, die sagen, wir brauchen mehr Sicherheit, immer bessere Karten gegenüber denjenigen, die sagen, wir brauchen mehr Freiheit. Mhm. Und das ist einer der größten Irrtümer, die es überhaupt gibt, weil historisch haben wir den Prozess, dass je freier die Gesellschaften werden, desto sicherer werden sie. Und der sozusagen das ständige Einziehen von neuen Sicherheitsmaßnahmen und sowas erhöht erstens die Unfreiheit, macht aber zweitens die Welt unsicherer. Riesiges Problem. Okay, das heißt, wir stehen jetzt davor, dass die Menschen sich wieder noch mehr Sicherheit sehnen, weil sie Angst haben und ihnen dann ihre Freiheit wurscht ist. Ja, also aber ist nicht Freiheit auch eine gewisse Form von Sicherheit? Wenn du Sicherheit hast, kannst du nicht freier agieren, als wenn du unsicher bist? Aber was für eine Form von Sicherheit? Also wir können jetzt
frei agieren oder ich könnte es, weil ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, die mich weitestgehend von Bedrohungen durch Gewalt, durch Angriffe auf meine Existenz frei hält. Ja, das ist ja nicht irgendwie, weil wir alle nett geworden sind, sondern weil wir eine Form von Staatlichkeit entwickelt haben oder darin leben dürfen, wo es geregelt ist, wer Gewalt ausüben darf. Mhm. Ja, und wenn das jemand überschreitet, dann wird er halt zur Rechenschaft gezogen und sitzt in so einem Vernehmungszimmer und sagt, warum haben Sie denn das getan? So. Und das sind aber die freien Gesellschaften, die diesen Raum bereitstellen, dass ich frei von Angst vor körperlicher Beschädigung, vor Willkür von irgendwem mich bewegen kann. Und das ist extrem wichtig, weil das die meisten Leute nicht kapieren. Dass Freiheit, also dass wir diesen Raum brauchen, um Freiheit zu gewährleisten und gleichzeitig mit dieser Form von Freiheit eben Lebenssicherheit einhergeht. Aber das Immaterielle wackelt ja jetzt schon ziemlich auch. Wackelt, ja. Empfinde ich, dass es wackelt. Also sehr stabil ist es momentan nicht, so empfinde ich halt so, oder? Es ist so, wenn ich jetzt ganz selbst schnell gehe und das wird alles anders sein, als wir uns gedacht haben oder was wir uns erwartet haben vielleicht. Also noch ist es ja da. Es ist noch da, ja, aber das Eis ist dünn, oder? Weiß ich nicht. Ich finde, das ist mir eigentlich egal, ob das Eis dünn oder dick ist, weil jetzt käme das Selbstdenken. Ja. Jetzt würde man ja sagen, es ist mir aber wichtig. Und da zu meiner Freiheit dazugehört, dass ich auch entscheiden kann, was ich wichtig finde und was ich daraufhin tue, kann ich ja mich dafür einsetzen, dass dieses immaterielle Universum erhalten bleibt. Dass das erhalten bleibt. Ja. Das wird aber nicht gehen, ohne dass ich auf der materiellen Seite auch was verändere. Richtig. Also was braucht es jetzt, dass wir da so verändern, dass das wieder stabil wird? Da braucht es eine extreme Reduktion von Material, Energie, Aufwand. Und ist das wirklich möglich? Weiß ich nicht, ist auch egal. Was heißt, es ist egal? Naja, es bleibt doch... Also wir haben doch einmal gesprochen miteinander, ich kann mich erinnern, die letzten Worte im Zug, glaube ich, bevor es darum gegangen ist, ob man den Anschlusszug noch in Salzburg erwischt, war, es ist nichts egal. Ja, das ist, es ist aber nichts egal. Ja, also was ist es? Das ist ja jetzt banal. Okay, ja. Also, ich würde sagen, aber wir kriegen es sogar zusammen, ich würde sagen, nichts von dem, wofür man sich entscheidet, ist egal. Okay, ja. Ja, es kommt darauf an. Es kommt übrigens auch auf die Einzelnen an, weil es ist wichtig, wofür oder wogegen sie sich entscheiden. In dem Sinne ist es nicht egal. Was ich egal finde, ist, ob ich einen Garantieschein kriege, dass meine Entscheidung die Welt rettet oder die Mehrheit auf die eigene Seite zieht oder sonst was. Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt leider richtig, also muss ich es so machen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob die anderen 7 Milliarden das jetzt auch machen oder ob die anderen 7 Milliarden was anderes machen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, das heißt, ich muss für mich selber eine Entscheidung treffen, ich will das jetzt so machen, weil ich es mir denke. Ja, und weil ich in einer Gesellschaft leben darf, wo ich sag's die Möglichkeit mal so pathetisch, habe. Okay, wo ich das tatsächlich diese Entscheidung treffen kann. Mhm. Ich in Nordkorea lebe, da habe ich keine Chance, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ja? Wird es immer enger mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen? Ich fürchte ja. Ja? Ist es irgendwann vorbei mit der Autonomie, mit eigenen Entscheidungen, wenn es so weitergeht? Das weiß ich nicht. Auch das würde ich ungern beantworten, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht. Dreh mal das Ding mal in eine andere Richtung. Also, weil so eine Art Katastrophenverliebtheit ist ja auch ein Problem. Also, dass man sagt, es geht jetzt alles in eine Richtung. Ja, ja. Was ich ja klasse finde, ist, dass ja doch immer alles plötzlich ganz anders wird. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal die Flüchtlingsbewegung uns angucken, da sind jetzt in Ländern wie Österreich oder Deutschland seit Jahrzehnten alle hoch besorgt wegen der demografischen Entwicklung. Ja, niemand bezahlt mehr die Renten, niemand zahlt mehr in die Sozialen. Und das ist ja total fähig. Und die sterben womöglich noch aus am Ende. Ja? So, und jetzt passiert das. Und plötzlich ist das Demografieproblem komplett erledigt, weil das weit überwiegend junge Menschen sind, die da kommen. So, bingo. Oder
Nach dem Mauerfall beginnt sozusagen das ewige Glück der Herrschaft des Westens und sozusagen wir haben gewonnen das Ganze. Und Krieg und gar kalter Krieg wird nie zurückkommen. Zack, kommt der Kalte Krieg zurück. Ja, oder der Mauerfall selber ist ein Ding, mit dem wiederum auch kein Sozialwissenschaftler gerechnet hat. Deshalb waren die alle gekränkt, als das passiert ist. Wie später die Ökonomen über die Finanzkrise gekränkt gewesen sind. Es war nicht vorhersehbar. Es passiert, nee. Das war nicht, man hat das wirtschaftliche Gründe gehabt, dass dann letztendlich die Mauer gefallen ist, weil der Osten nicht mehr konnte, ganz einfach. Ja, aber da würde ich jetzt gar keine Theorie für entwickeln. Aber das, also ich würde sagen, das Interessante dabei ist, dass Systeme über ihr eigenes Verfallsdatum hinaus existieren können. Das ist vielleicht für uns auch ein interessanter Gedanke. Also vielleicht ist ja dieses kapitalistische System abgelaufen schon über sein eigenes Verfallsdatum. Ja? Mhm. Und konsumiert jetzt sich selbst. Mhm. Und das ist vielleicht ein Problem. Vielleicht, aber es muss nicht sein. Naja, also für uns, die wir hier jetzt so fett sitzen, ist es ja noch kein manifestes Problem. Ja, aber das ist ja ganz hübsch, wenn man sieht, wir haben ja noch einen Faktor mit dabei, über den wir gerade noch nicht gesprochen haben, das ist Zeit. Und es könnte ja sein, dass wenn Systeme wie unseres übers Verfallsdatum raus sind, dann nutzen sie ja immerhin noch eine Ressource und das ist Zeit. Sie konsumieren das jetzt, was anderen nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, deshalb geht es uns ja prima, weil wir schon sozusagen ein bisschen mehr verbrauchen, als eigentlich überhaupt generationell da wäre. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt mit der Zeit nicht. Was verkonsumieren wir gerade? Die Zeit, also die Zukunft unserer Kinder. Ja. So jetzt, ah, okay. Das war doch total einfach. Nein, ich habe jetzt kurz. Okay, ja. Aha, okay, aber das ist ja eigentlich dann, die werden uns einmal fragen, wo wir angerannt waren, nicht? Ja, die werden das gar nicht fragen, weil die wachsen ja in einer Situation auf, die schon so ist, wie sie ist. Mhm. Ja, das ist ja auch das Verrückte. Also heute fragt ja zum Beispiel kein 12-Jähriger, warum leben wir in einer digitalen Welt? Oder warum gibt es Smartphones? Nee, weil das immer schon zur Grundausstattung ihrer Welt mit dazugehört. Und so ähnlich wäre eine, die wesentlich ungerechter ist als unsere, halt die Welt, wie sie ist. Mhm. Da kann man die Frage stellen, warum ist sie so ungerecht? Man würde dann nicht sagen, aber vor 30 Jahren war sie doch gerechter. Ich glaube nicht, dass sie gerechter war. Doch. Echt? War die Welt vor 30 Jahren gerechter? Na, die Welt nicht. Aber ich würde zum Beispiel sagen, also wenn ich mir die Bundesrepublik angucke, da war zum Beispiel das Bildungssystem gerechter. Mhm. Also wir hatten mal eine Phase, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, wo der Anteil von Arbeiterkindern, die es bis zur Universität geschafft haben, wesentlich höher war als heute. Also die Bundesrepublik hat ja das sozusagen die höchste Bildungsungleichheit. Und das ist also von allen vergleichbaren Ländern. Wirklich wahr? Ja. Ah, okay. Da, wer aus so einem schönen Beamtenhaushalt oder gar einem Akademikerhaushalt kommt oder so, der studiert oder die studiert, die Tochter, während die Wahrscheinlichkeit in den unteren Schichten größer geworden ist und nicht kleiner. Mhm. Okay. Was ich extrem scheiße finde. Ja. Stimmt. Ja. Damit kommen wir schon zur letzten Frage. Wie wird man zu einer gültigen Stimme, Herr Harald Welzer? Das ist ja auch eine schwere Frage jetzt gewesen, ich weiß. Ja. Indem man sie sich nimmt, würde ich sagen, und dafür Gründe hat. Mhm. Wo nehmen wir die? Wo nehmen wir gültige Stimme? Gibt es die irgendwo? Ich glaube, wegnehmen? Oder ich glaube, man kann die auch nicht, man kann die nicht verallgemeinern. Ich würde nicht sagen, man kann sie für sich eine gültige Stimme reklamieren, die für andere gilt. Ich würde sagen, eine gültige Stimme ist vielleicht für einen selber gültig. Mhm. Also, was mir auffällt, ist, dass ganz egal, wo man hinschaut, in welchen Konstrukt man reinschaut, es gibt da drin immer Menschen, die da drin tätig sind, in irgendeiner Art und Weise, mit der Situation innerhalb dieser Struktur sehr unzufrieden sind. Ob das jetzt die Politik ist, das Gesundheitswesen, die Lehrer, aber sie müssen mitspielen. Aus irgendeinem Grund, weil sie
finanzielle Abhängigkeiten haben oder was auch immer. Also er hat nicht den Spielraum innerhalb dieses Systems zu sagen, hey Freunde, das, so geht das nicht. Wir müssen den Spielraum haben Sie? Den hätten Sie. Ja, klar. Genau, den hätten Sie, ja. Ja. Nur Sie müssten dann einfach von einem Tag auf den anderen entscheiden, okay, ich mache jetzt den Mund auf in der Öffentlichkeit. Ich sage jetzt, wie es da bei uns drinnen wirklich ausschaut, aus meiner Sicht. Ja. Und wenn sich jetzt alle, die unzufrieden sind mit ihrer Situation innerhalb einer Struktur, irgendwie finden und zusammentun, ja, und dann das auch laut sagen, das wäre für mich zum Beispiel gültige Stimme sozusagen. Ja. Weil jemand, der außer von irgendetwas steht und das von außen bewertet und sagt, das sind ja alle Politiker, sind Trotteln am Stammtisch. Ja, und die alte Banker, das ist nichts, das ist gar nichts. Aber wenn jemand, der da drinnen ist und das auch wirklich weiß, ja, und Zusammenhänge erkennt, weil er mehr weiß als einer, der draußen ist, es auch sagen würde, wo das strukturelle Problem innerhalb seiner Struktur ist, in der er sich zurechtfinden muss, dann würde es schon sehr helfen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das hinreichend ist. Weil das kann ja auch totaler Mist sein, was der als Analyse daraus zieht. Ja, okay. Also ich glaube, man kommt, ich sage das total ungern, weil das eigentlich meiner eigenen Vorstellung widerspricht, aber ich glaube, man kommt gar nicht ohne ein Außenkriterium aus. Dass man sagen können muss, das ist besser für ein gutes Leben und das ist schlechter für ein gutes Leben. Und damit gibt es natürlich eine Million Probleme, weil dann muss man sagen, was ist denn ein gutes Leben? Und dann würde man sagen, ja, es ist eins, was gerechter ist als das, worauf wir gerade zusteuern. Mhm. Oder die Lebensbedingungen besser sind. Aber ich glaube, der Witz ist tatsächlich der, man kommt niemals ohne so ein normatives Kriterium herum. Das lässt sich niemals aus sich selbst heraus begründen. Also ob irgendwas besser ist oder irgendwas schlechter ist. Das lässt sich nur dann begründen, wenn man sagt, ich habe eine Vorstellung, dass das Leben dann gut ist, wenn ich diese Entscheidung treffe. Und es wird schlechter, wenn ich eine andere treffe. Ja? Das bezieht sich aber auf etwas auch außerhalb meiner eigenen Person. Es bezieht sich aber immer auf mein Leben, oder? Auf das Leben allgemein? Ich würde sagen, auf das Leben allgemein. Okay. Also ich bin ja nicht so irgendwie, ich habe eigentlich was gegen so moralische, pathetische Argumentationen, aber ich glaube trotzdem, dass man am Ende da nicht rauskommt, dass man begründen können muss, warum jetzt etwas besser ist und warum etwas schlechter. Mhm. Und das geht niemals als rein rationale Argumentation. Mhm. Denken wir zu kurzfristig? Sowieso. Ja, gern. Weil das in das Beispiel mit dem Kölner Dom, nicht? Wie lang? 300 Jahre? 800 Jahre. 800 Jahre. Ja, super, das heißt, oder? Ist immer noch nicht fertig. Wahnsinn. Aber der angefangen hat, gewusst, der wird das nie sehen, was das wird. Ja. Und hat es trotzdem gemacht. Ja. Ja. Und wir erwarten, weil es ist nicht schnell, dass sich was verändert. Am besten gleich. Gleich. Also was diese ganze Quatsch mit dieser digitalen, was weiß ich was, Gesellschaft oder sonst was ist, das ist ja die reine Sofortlösung für alles und jedes. Ja? Ohne dass überhaupt noch genug Zeit ist, die Frage zu stellen, was war denn das Problem, wofür es jetzt eine Lösung gibt? Mhm. War es eins? War es für mich eins oder so? Und da verschwindet völlig die Zeit, die vielleicht irgendwie notwendig ist, um in ihr auch sowas wie gutes Leben zu fühlen oder auch zu experimentieren. Ja, ich brauche immer Zeit und ich finde, das ist ein irres Konzept. Die Dombaumeister sind interessant, aber auch Leute, die Parks angelegt haben. Ein Park kriege ich auch nicht zu sehen in meiner Lebenszeit, so wie ich ihn mir eigentlich gedacht habe. Und ich finde, das hat eine unglaubliche Poesie. Etwas zu tun für etwas, was das eigene Leben überschreitet und wovon vielleicht jemand anders was hat. Ja? Und das ist aus unserem Wirtschaftsmodell, wahrscheinlich aus dem ganzen Kulturmodell, radikal verschwunden. Das heißt, unsere Kinder eigentlich haben dieses Denken nicht mehr, dafür wachsen sie auf mit der digitalen Welt, das ist Normalität, aber über mehrere Generationen zu denken, ist eigentlich nicht mehr verankert. Muss man gar nicht die Kinder angucken. Ich meine, die jetzige Generation ist ja das diejenige, ist die... Kann das wieder zurückkommen? Ja, das ist dann praktisch die Antwort, dass immer irgendwas passieren kann, mit dem man nicht gerechnet hat. Okay. Also ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so, dass das, was Menschen immer noch trotz Smartphones wollen, sind Beziehungen. Die wollen, oder genauer gesagt, die wollen geliebt werden. Die wollen gemocht werden. Das ist ein ganz starker Faktor.
Ja? Wo dem gegenüber dann, was weiß ich, das iPhone 6 gegenüber dem iPhone 5 nicht so wichtig ist, wenn ich nicht geliebt werde, ja? Oder gemocht werde. Und in dem Wunsch, mit wem anders etwas zu tun haben zu wollen und von dem gemocht zu werden, ist natürlich eine ganz starke Widerständigkeit. Mhm. Aber die Bedürfnisindustrie, die Werbeindustrie redet den Leuten das aus. Die redet uns ein, dass wenn wir das haben, dann werden wir geliebt. Ja, genau. Dann sind wir akzeptiert. Wenn wir das Auto haben, sind wir ein toller Hund. Sind wir. Ja. Und sie redet zugleich den Leuten das aus, was eigentlich die Basis dafür ist, tatsächlich gemocht zu werden oder jemanden zu mögen. Das ist ein bisschen blöd. Aber? Vor allen Dingen, dass so viele drauf reinfallen, ist doof. Ja, so ist es halt. Aber das werden wir jetzt hier nicht ändern. Jetzt will nur eine große Bitte. Wenn Sie so nett sind, ich werde Sie jetzt da in Ruhe alleine sitzen lassen. Schreiben Sie auf den Zettel da an Namen auf, wo Sie sich denken, diese Person würde hierher passen und hätte auch etwas zu sagen. Gut. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, Papa.